Aber die Wisst Magie, ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung gleich. In den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Die Akademie ist eine... Ah, mein Gott, jetzt fangen hier alle auf einmal an zu reden. Nein, ich will hier weg. Moin, hey, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von diesen sogenannten Elder Scrolls. Ja. Skyrim, Dawnguard. Eine neue Folge und ich wollte eigentlich gerade gucken, ob wir jetzt schon, oder immer noch besser gesagt, diesen Schutzzauber drin haben von der letzten Folge, den wir eigentlich gelernt haben. Es wirkt aber nicht wirklich so, denn... ja, ich habe es nicht mehr bedacht. Die Taste, mit der ich eigentlich meine Aufnahme stoppe, ist hier die Schnellladetaste. Heißt also, er hat hier einfach den letzten Speicherpunkt nochmal geladen, der eigentlich draußen war. Ich bin eben schon mal reingegangen. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal diese Folge, dieses komplette Magie-Ding mit rein. Hab mal das auch mal zusammen, weil davor war es eigentlich nur dieser Drachenkampf an der letzten Folge. Und so hat man jetzt nochmal von vorne herein diesen Magiekurs, so nenne ich es mal. Willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, Jahrzehnte üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden. Sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance, zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Paar dezente Sprachlecks irgendwie mittendrin. Ich denke, wir sollten direkt mal an das Praktische gehen. Ach ja? Aha. Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lass... Ich möchte mal kurz, weil wir hier gerade so ein bisschen und so. Zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Naja, ich kenne leider keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Doch, ach, das ganze Magiezeug. Ist schon irgendwie interessant, aber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Natürlich nicht. Ach so, gegenüber, ja. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Haben wir den jetzt irgendwie? Ah, da. Nee, Schutzgeist nicht. Da hat leichter Schutz. Ich denke mal, das können wir aber auch direkt zu den Favoriten hinzufügen. Was haben wir hier noch? Kampfschrei, Hellsehen. Zeigt den Weg zum Gegner. Das können wir auch mal mitnehmen. Dorne wir beschwören müssen wir auch unbedingt mal machen. Eigentlich bräuchten wir viel mehr Magie-Sachen. Gibt echt coolen Stuff hier zwischendrin. Verbesserte Nachtsicht, naja, gut. Ah, ist schon ganz nice. Naja. Wir wirken mal den Schutzzauber, wenn da leichter Schutz haben wir schon. Und so. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Was zockt der denn so rum? Ich möchte euch nicht wehtun. Über. Ja, ich halt. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Ich stehe dir gegenüber, warum kann ich gerade nicht? Den Schutzzauber so. Und
Haltet ihn aufrecht. Hallo, ich kann gerade nicht. Vielleicht das als normales Gen drin haben, aber irgendwie nicht. Hallo? Okay. Ich wollte nur gerne. Warum ist meine Fackel jetzt gerade weg? Können Fackeln ausbrennen? Habe ich jetzt gerade wirklich nach irgendwie über 130 Folgen gemerkt, dass Fackeln auch irgendwann mal sozusagen leer sein können? Ist es jetzt endlich soweit? Ich habe scheinbar gerade tatsächlich keine. Okay, okay, naja. Hier, Schutzzauber. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen an. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Sartal, hier in der Nähe begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Gerne. Also danke auch für den Zauber. Wisst ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Die Akademie ist eine. Ah, mein Gott, jetzt fangen ja alle auf einmal an zu reden. Nein, ich will hier weg. Oh Gott. Ah. Es wird hier immer mehr. Hilfe. Eif direkt mal zum Ziel. So, diesmal hoffentlich. Na, da liegt ja sogar noch. Genau, diesmal hoffentlich kein Skull Dragon. Bone Club. Ich will zum eben kurzen Leben um. Bone Club. Da. Nein. Oh, wie kalt. Wie verschämt. Ach so, einfach so ein Stock mit so einem Stein da oben drauf sozusagen. Das ist ja richtig steinzeitlich. Naja, aber es ist jetzt nicht gerade sonderlich stark, jedenfalls laut den Werten nicht. Schaden 19, nee, das ist nicht viel. Muss man mit Orki-Vergleich, 33. Ist denn doch schon ein Stückchen mehr. So, wo soll's denn hingehen? Sartal. Da können wir nicht hinreisen, weil wir da noch nicht waren. Egal, ab nach Winterfeste. Oder ins Zentrum. In Winterfeste waren wir in dem Sinne schon. Und einmal Orki rausgeholt. Oder jetzt sind wir gerade am Rumzaubern, können wir auch direkt mal den Zauberstab mitnehmen. Den Zauberstab. Mhm. Zauberstab hier mitnehmen. Okay. Spüre die Macht des Drachenblutes. Ja, fühle dich vom Weg abgedrängt. Warum? Tolle Physik. Hallo Huhn. Oh. Also ich muss dir sagen, scheiße. Warum bin ich gerade noch auf Steam on? Das tut mir gerade leid. Sorry. So, das ist jetzt erstmal schauen, ob da jetzt noch viel mehr Meldungen kommen. Wie gesagt, tut mir leid, egal. Ach, lecker gebratenes Hühnchen. Ja, es bringt Kopfgeld. Punkte. Ich meine, ich kann gar nicht schnell laden, weil ich. Oh. Ab hier kommt gerade auch irgendwie keiner. Ich gehe dann mal. Tschüss. Ja, ich kann gerade nicht schnell laden, weil ja, sonst würde ich mit der Taste auch gleichzeitig die Aufnahme unterbrechen. Und das will ja. Ich jedenfalls nicht. Oh Mann, jetzt gerade bräuchte ich wirklich ein Pferd. Jetzt gerade vermisse ich auf jeden Fall Pferde, Heinz. Beziehungsweise Pferd von Nevok. Wirbelwind Sprint. Geht auch wolkenlose Himmel hier? Vielleicht kann ich da mich auch ein bisschen für ein bisschen mehr Durchblick sorgen. Ach Mann, das erinnert schon wieder richtig, richtig stark an die Hauptstory. Wo wir uns da ja auch sozusagen ja den Sichtweg durch den Berg oder den Berg hoch machen mussten. Jetzt, das wirkt jetzt aber schon so, als hätte das gewirkt. Also entweder das Wetter schlägt hier super schnell um oder Lokverkor hat doch irgendwie gewirkt. So, trotzdem. Einmal wult und dann geht es scheinbar hier sogar schon den Berg hoch.
Ja, gut, Schrein von dazu. Wir hätten sogar. Oh, wir hätten direkt woanders abbiegen. Egal. Geht doch so noch. Irgendwie. Das sieht heftig aus. Waren wir hier schon mal? Ich kann mich gerade so nicht mehr dran erinnern. Da. Oh, ich habe meinen Helm noch gar nicht wieder an. So. Ja, toll. Bringt auch nichts. Supi. Ich wollte doch nur mal eben kurz gucken. Nett. Könnte ich jetzt auch, ich will mal eben kurz. Ich weiß, ich bin momentan recht oft im, also insofern recht oft hier im Menü, sag ich mal. Einstellungen. Ich will nur mal eben. Oh, jetzt habe ich hier gerade irgendwas, glaube ich. Habe ich gerade noch irgendwas verändert? Ja, ich habe irgendwie Sichtweite verändert. Egal, Sichtweite kann eh etwas höher. Wobei Sichtweite. Ja, egal. Lass uns einfach mal so. Ich wollte eigentlich damit gerade eben nur. Schauen, was geht. Oh, sehr schön.